Und da sind wir wieder bei Half-Life 2 Episode 1 und vor mir immer noch die Zitadelle, woher wir geflüchtet sind. Und da ist Dr. Kleiner, der ein wenig über die Combine herlästert. Kann er ruhig machen, jetzt sieht es ja richtig scheiße aus für die Combine, aber zu welchem Preis? Immerhin sieht es hier immer noch sehr scheiße aus. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo es jetzt weitergeht. Oh, ein Combine. So, gehen wir mal hier weiter. Oh, eine Kiste. Was? Oh, die haben Munition für mich. Ich meine Energie. So. Sie suchen etwas. Sicherlich uns. Ja, ich denke mal auch, dass die uns jetzt erstmal suchen, weil wir die größte Gefahr sind. Denn wir sind der Freeman. Und der Freeman ist immer die größte Gefahr. Ach du Scheiße. Alex, du schaffst das. Ganz professionell! Das ist so, also ganz ehrlich, so professionell gibt's ja irgendwie gar nicht. Moment, wo ist mein Shotgun? Ich hatte gehofft, wir wären schon weiter, wenn sie uns. Oh, 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 Maschinenpistole. Nee, so schnell sind wir nicht. Ich glaube, die sind uns immer noch. Was ich nicht verstehe, weil. Gut, Green ist vielleicht weg. Aber es gibt ja immer noch den Combine-Anführer und solange der. Da gehe ich doch nicht durch. Aber ich glaube, da müssen wir durch, oder? Oh mein Gott. Ich habe immer noch nicht kapiert, was das für Dinger sein sollen hier eigentlich. Für die Leute, die wissen, was das ist, bitte mal reinschreiben. Es würde mich echt interessieren. Ob das ja solche Absperrungsteile sind. Und Hallöchen! Mal sehen, ob wir noch wen rausholen. Oh nein, das ist wieder ein Loch. Okay, warte, ich sehe schon, was ich machen muss. So, die Löcher wieder stopfen. Deswegen sind auch die Autos da. Ah ja, 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 ich weiß ja nicht, was ich damit machen soll. Ach so, wir sind so stark, wir können das Auto da reinschieben. Ich steck fest. Hallo. Boah. Alles klar, Munition haben wir auch. So, jetzt noch hier das Loch. Na komm. Aua. Ja toll. Macht ihr super. Ich dachte, ihr schießt auf die. Warum greifen die Ameisenlöwen nicht die Combine an? So, gut, die Ameisenlöwen sind außer Gefecht gesetzt. Mann, ist das laut. Die haben wieder lustige Bilderchen. Ich dachte jetzt gerade, was ist das hier für ein Turm? Der kam mir sehr bekannt vor. Ein alter Truck. Es kommen immer wieder Combine. Was ist denn da los? Hat er sich gerade in den Dreck gefühlt? Oh Gott. Moment, ist hier irgendwo ein Auto? Kann man da hochklettern? Nee, kann man nicht hochklettern. Ja gut, ich hätte jetzt noch den. Ach, da hinten ist auch noch eins. Wir können auch das Auto nehmen hier. Und dann können wir in Ruhe mal nachdenken, was wir hier als nächstes machen. Unseren nächsten Schritt überlegen. So. Wow. Das war knapp. Oh. Crash. Crash, 5 von 15. Oh Gott. Ich glaube, dass wir die Sanddinger zumachen, gibt einen Erfolg. Oh Gott. So, gut gemacht. Die Höhlen sind zu. Alles klar. Als nächstes müssen wir hier durch, oder? Sehr auffällig gewesen. Oh, was macht der denn da? Was? Wie viel der aus? Was zum Teufel haben die hier installiert? Warum lebt er noch? Denkt ihr was aus? Ich sichere die Straße. Naja, ich kann mir jetzt vorstellen, dass hier Türme sind. Moment, wir machen mal einen Quick Save. Hopp. So. Kommen wir da durch? Super. Okay, wir können da nicht durch. Wir müssen wahrscheinlich ein bisschen Jump-and-Run-mäßig hier durchkommen. Ach, ich sehe schon. Ich sehe schon. Eigentlich dumm, dass die immer eine Möglichkeit lassen, durchzukommen. Hopp.
Oh, die Lampe. Warte mal, der Stuhl? Kann man das Ding bewegen? Beschieben. Okay, das ist echt doof gemacht. Jetzt muss ich echt nach einer Möglichkeit suchen. Wir können ja das Ding auslösen und wegrennen. Hier! Ich hoffe, das war nicht verkehrt. Na, jetzt brennt hier alles, aber hey, ich kann besser sehen. Da hinten ist auch noch was. Da brennt aber nicht gleich alles. Ein bisschen Munition. So, wir nehmen mal die Waffe. Ah, die hat nicht so viel Munition. Ich will die noch ein bisschen sparen. Schattgewehr. Das Schattengewehr. Schattgun. So ein Korb und Farbe. Diese Farbeimer jedes Mal. Ich glaube, ich sehe hier schon wieder ein Physikproblem. So, Moment. Na gut, Farbeimer haben ein bisschen Gewicht. Aber ob die einen Freeman heben können, ich weiß es nicht. Genau wie der Kasten, der wird auch nicht reichen. Der ist ja leer, da ist ja auch nichts drin. So, wie sieht's aus? Nee, ist noch zu leicht. Wir brauchen mehr Gewicht. Haben wir hier noch irgendwas Schweres? Die Steine können wir nicht mal hochheben. Das Feuer erlischt langsam. Warte mal. Die Schränke. Okay, die Schränke nicht. Oder Moment. So, wartet mal einen Moment. Wir können das doch auch irgendwie einklemmen, oder? So. Dann kann sich das Ding doch gar nicht biegen. Gucken wir mal. Na, nur leichte. Ah, es müsste reichen. Hopp. So, und jetzt können wir erstmal das Feuer ausdrehen. Das Feuer ausdrehen. Wir drehen das Feuer aus. Die sind so mächtig. Feuer, dreh dich einfach aus. Und wir haben es. Es ist aus. Nicht übel. Gehen wir nach oben. Ach so, wir mussten hier lang. Gut, es hätte noch eine andere Möglichkeit gegeben, aber ich denke mal, wir mussten die Dinge auslösen, weil Alex muss ja auch da durch. Moment. Ich weiß nicht, ob das klug ist, aber ich mache das gleich kaputt. Das einfach nicht trifft. Ach verdammt, ich hätte es nutzen sollen. Bist du Alkoholiker oder was? Moment, das haben wir gleich. Oh oh. Halt, warte mal, die Dinger können wir für uns nutzen. Okay, das hat sich jetzt auch erledigt. Machst du auch mal was, Alex? So, jetzt gucke ich mich hier noch ein bisschen um, ob wir noch ein bisschen Munition oder sowas finden. Ich weiß, dass es nicht mal diese Lambda-Dinger gibt. Was? Sniper? Oh nein. Und ein Sniper. Ein Flugzeug und ein Sniper. Wo ist der? Da hinten ist der. Okay, da kommen wir nie hin. Das heißt, wir müssen erstmal vorsichtig hier entlang. Alex, duck dich. Bring es rüber und ich pole es um. So, mein kleiner Ball. Lenk mal die Leute schön ab. Ja, da kommen wir nicht hin. Da müssen wir auf jeden Fall eine Granate oder sowas rindonnern, wenn wir drüben sind, auf der Seite. Los, Alex. Unser Bällchen. Ah, die schießen jetzt auf die Bälle. Gordon, warte mal kurz. Wir kommen hier nicht durch, solange der Scharfschütze da ist. Schaffen wir schon. Moment. Okay, der ist abgelenkt. Wo ist er? Da oben ist er drinne. Oh, das war gar nichts. Ich habe irgendwie die Sprint-Taste nicht hingekriegt. Wir haben gar keine Granaten oder was? Wir haben ja gar keine Granaten. Na klasse, jetzt müssen wir mit Ball da durch oder was? Moment. Ach man,
Ja, sorry übrigens, dass ich immer noch, dass die Leichen bei mir verschwinden. Was? Oh nein. Wie kommt man da rein? Ich will das Ding benutzen. Ich will da rein. Ich will da rein. Guter Wurf, Gordon. Da hätte ich fast den Kopf weggeschossen. Granaten! Endlich! Jetzt haben wir Granaten, jetzt brauchen wir sie nicht mehr. Ja, wie gesagt, ich konnte das nicht uncut machen. Es liegt irgendwie daran, dass die Episode... Schau mir an, was uns da erwartet. Okay, Alex klettert. Währenddessen kann ich erklären. Es gab mal so Episode 1 und Episode 2 von Half-Life 2 waren auf jeden Fall schon Anfang an uncut gewesen. Wurden aber dann gecuttet. Sie haben die Straße davon versperrt. Lauf drauf zu, okay? Ich gebe dir von hier aus Deckung, bis du da bist. Wenn die Luft rein ist, komme ich nach. Ich hab doch keine. Ich kann die Leiter wohl zu dir runterlassen. Ich schieß schnell den Riegel weg. Na dann los. Warte mal, das letzte Mal, wo du um hoch. Hast du kein Gewehr mehr benutzt? Ha, macht aber nichts. Warum ist das Ding hier eigentlich? Eine Leiter. Ach so, hier. Ach so, man kann da hoch. Okay, ich dachte so. Ja, das letzte Mal, wo sie irgendwo hochgeklettert ist und wir haben sie da gelassen, ist sie entführt worden. Jetzt haben wir eine Scharfschützin auf unserer Seite. Ich gucke gerade ein bisschen hier. Naja, wenn wir jetzt hier runterspringen, sind wir nämlich, kommen wir nicht mehr zurück. Naja, egal, was soll's. Ah, Zombies. Machst du auch was? Ich glaube, irgendwie wird das hier nicht. Komm, zück eine Granate. Ich muss nicht mal was machen. So, jetzt nur. Wir haben da einen Weg und da einen Weg. Ich gehe erstmal hier lang. Gucken mal, was hier ist. Ah, Munition. Nee, Energie. Energie ist auch nicht schlecht. So. Aber die ist nur auf diesem Sektor. Das ist doof. Das bringt nichts. Ich müsste da. Außer sie könnte da hinten auch noch gucken. Und wir müssen da hinten lang. Nein! Mistvieh. Okay. Ah, das kann nur sie öffnen. Dann müssen wir wieder durch ein Häuslein. Aber hier wohnt keiner mehr, wie ich sehe. Ach, das ist normale Wohnungsabsperrung. Aber das könnte theoretisch, könnte sie das öffnen. Ah, sie kann hier rein snipern. Schön. Ja, ich, wie gesagt, ich hoffe, es stört euch nicht so sehr, dass sie verschwinden. Falls ihr da vielleicht eine Idee habt, ich nehme natürlich sowas gerne an. Vielleicht kann ich es doch noch irgendwie lösen. Aber wie gesagt, bei Half-Life 2 ging es leichter. Hier scheint es nicht zu funktionieren. Ja, Alex, ich dachte, du sniperst die mal weg. Oh, lebende Köder. Es gibt auch ein Dings. Ach, herrje. Oh, oh. Weg, 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 weg. Na, Erfolg, wenn man alle wegsnipern lässt. Alles klar. Das heißt, wir wissen, was wir zu tun haben. Wir müssen eigentlich nur die ganze Zeit ausharren. Dann können wir uns noch einen Erfolg ergattern. Der mir eigentlich jetzt nicht so wichtig ist, aber wir müssen Munition sparen. Oh nein, jetzt kommen wir nicht mehr zurück. Mein Fahrrad, hey, ist ja wieder da. Ein schönes Fahrrad. Das habe ich immer da stehen, wo ich es brauche. Oh, Kiste. Ah, immer noch keine gute Munition, nur Pistolenmunition. Machen wir mal einen Quick Save. Wo sind wir denn jetzt? Auf jeden Fall sind wir. Achso, wir gehen jetzt die Straße wirklich entlang, wie ich es mir gedacht habe. Hier muss ich auf jeden Fall wieder zumachen. Oh Gott! Ach, da hinten! Was? Ich bin gleich tot! Von wo? Ah, da hinten! Da hinten! So ein Mieser! Da oben steckt der! Ach so, oh, falsch, 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 falsch! Was? Wie kann er mich treffen?
Eine Granate, das muss funktionieren. Da. Ja, sinnlos. Kann ich wieder laden? Moment. Ja, Lebenszeichen sind immer kritisch. Wie mache ich das jetzt am besten? Nicht den. Wer ist da drin? Moment. Ja, was zum Werfen? Oh, das tut mir so leid. Nein, ich tut's mir nicht leid. So, der ist aus. Schaltet! So, reicht das schon? Gut, es reicht schon. Kommt hier noch was? Okay, die Combine hier hinten sind ausgeschaltet. Ja. Wie ein Held, wie ein wahrer Held. Einfach nur in die Ecke gekrochen. So. Achso, die machen die Tür immer nur ab und zu mal auf. Hi. Jetzt bin ich drinne. Immer noch nicht direkt die Munition, die ich brauche. Ja. Hier ist eine Steuerkonsole. Die kann auch nur Alex steuern. Ach, da hinten kommt sie. Oh, da kommt noch was anderes. Alex, beeil dich. Warte mal, habe ich hier irgendwo ein Geschütz, was ich benutzen kann? Oh, das funktioniert super hier. Okay, Alex, mach die scheiß Tür auf. Gut, dass das vorbei ist. Na, ist noch lange nicht vorbei. Oh. Was? Oh nein. Der Reaktor ist wieder auf Katastrophenkurs. Die Übertragung wird doch noch gesendet. Na denn? Dann sollten wir, glaube ich, uns beeilen und nicht die ganze Zeit hingucken. Ich würde gerne einen anderen Weg um diese Gebäude suchen. Doch wir haben keine Zeit. Okay, gehen wir rein. Los geht's. Okay, da geht's so langsam die Hölle los hier. Und wir sind im Ladedatenbildschirm. Wo wirklich die Hölle ausbricht. Wahnsinnig viele Daten. So. Es ist zu ruhig. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass wir... Warte, halt, ich muss noch die richtige Waffe finden. Die hält echt viel mehr aus als in den anderen Vorteil, also im Half-Life 2. Oh! Mann, wir müssen gerade 50 Combine-Vorschriften verletzt haben. Ach, das haben wir doch in der Vergangenheit auch schon gemacht. Was liegt denn hier so? Ah, endlich wieder voll. Und weg von den Türen! Munition! Ähnlich wie eine Munition. Alles klar, jetzt kann es losgehen, Leute. Jetzt sind wir wieder da. Jetzt haben wir wieder unsere Waffen, die wir brauchen. Der hat sich einfach Luft aufgelöst. Naja, wie gesagt, ist ja nicht so schlimm, wenn sie nicht liegen bleiben. Manche bleiben komischerweise liegen, nicht alle bleiben liegen. Oh. Was zum Teufel? Nein, nicht das Vieh.